between the dimension of life and death. How many made it? Just you, I'm afraid. This is Con 86. We have a light. Say again? Somewhere between the unexpected and the unexplained are the forces beyond human understanding. I feel like I'm about to be caught. Something beyond life is watching her, stalking her, and now is coming to get her. No one can stop it. The harmony of nature has been disrupted. But if you tell them what you know, the laws of existence have been violated. I've never seen anything like it. The retribution of tormented souls is about to be unleashed. Hallo und herzlich willkommen zu einer Bahnhofskino Extended Edition, eine Special-Gast-Episode mit einem ganz besonderen, schlechte Anmoderation, mit einem ganz besonders specialigen Gast. Special in dem Sinne, dass ich ihn ganz besonders gerne mag, nicht so special, weil er ist ja doch relativ häufig hier und quasi sowas schon wie mein inoffizieller zweiter Co-Host für Bahnhofskino. Hallo André. Hallo Patrick. Ich gehöre quasi zum Interieur. Ja, du gehörst langsam zum Inventar auf jeden Fall. Ich bin mir gar nicht so sicher, wenn ich an unsere gemeinsamen vielen Filmgespräche zurückdenke, aber ich meine, wir bringen doch in aller Regel so ein bisschen Expertise mit zu den Streifen, die wir besprechen. Manchmal einseitig, manchmal beidseitig, aber wir haben zumindest schon davon gehört. Und ich muss sagen, das heutige Programm, ich kann zumindest von meiner Seite sagen, da bringe ich fast gar nichts mit. An den einen Film habe ich eine diffuse Erinnerung und von dem anderen hatte ich nie gehört, bis du ihn nanntest. Wie geht's dir denn? Bevor wir die Titel nennen, wir machen es ein bisschen spannend. Mir geht es zur Hälfte gleich. Ich habe ja den einen Film, hier habe ich ja genannt, wie du gerade gesagt hast. Ja. Ich mag ihn. Soul Survivor. Ach, jetzt habe ich es verraten. Das tut mir leid. Soul im Sinne von einsam, nicht im Sinne von Seele. Genau. Ja. Wobei das auch doppeldeutig ist, ja. Naja, jedenfalls von. Ich habe es jetzt schon im Vorgespräch kurz gesagt. Ich habe das Cover. Ich bin mir. Allerdings kann das ja auch so der Mandela-Effekt sein. Ich bin mir sehr sicher, das Cover in meiner Jugendzeit, in meiner Jugendbibliothek namens Vito, immer mal im Backprogramm gesehen zu haben. Aber ich habe ihn nie ausgeliehen. Und das ist meine einzige Erfahrung, die ich mit dem Film habe. Ansonsten keine Ahnung, warum ich ihn nie ausgeliehen habe. Das Cover sieht eigentlich ganz hübsch aus. Ist einfach nie das passiert. Deutschsprachige Cover meinst du mit dem toten Schädel und dem Blitzen? Genau. Es ist vielleicht ein bisschen fehlleitend, was den Inhalt des Films angeht, aber hey, ist ja das geringste aller Probleme, die man haben kann, finde ich. Und von daher, ich kannte das Cover und da hört es auch schon auf. Der Film war lange Zeit, also Soul Survivor zu Deutsch, also im deutschen Verleih nur Tote überleben aus dem Jahr 1983, sagt die OFDB, die Wikipedia sagt 1984, aber das ist eben auch oft so bei kleinen Veröffentlichungen, die sind wahrscheinlich irgendwo mal auf dem Festival gelaufen, entsprechend jetzt in der OFDB mit 1983 gelabelt, sei es drum. Ein Film von Anfang, Mitte der 80er, so, muss reichen. Ich habe den schon mal irgendwo gesehen, deswegen, ich habe eine diffuse Erinnerung daran. Jetzt gucke ich mir allerdings so auf die, gucke ich ein bisschen auf die Verleihgeschichte in Deutschland und stelle fest, eigentlich kann ich den gar nicht gesehen haben, zumindest nicht in der deutschsprachigen Version, weil im Fernsehen ist der, soweit es hier zumindest dokumentiert ist, nie gelaufen. Der war indiziert bis Anfang der Nullerjahre und als er dann mal erhältlich war in dieser indizierten Fassung, die eben in der gekürzten ab 18 Version, also für mich auch eigentlich kein Herankommen an den Film in den 80er, 90ern, zumindest nicht auf legalem Wege. Trotzdem guckte ich den Film und dachte mir, ach ja, die Szene. Okay. Vielleicht lief er auch irgendwo mal im Fernsehen während eines Auslandsaufenthaltes, ich weiß es nicht. Also mich würde mich ja viel eher interessieren, was genau ist an diesem Film Schnittwert bzw. gleich Indizierungswert, das ist ja, Da reicht ja auch manchmal schon weniger. Okay. Ja gut, es waren ja auch andere Zeiten damals.
genügte es ja irgendwie, keine Ahnung, ein Ninja kurz kicken zu lassen und zack, war ein Schnitter. Insofern, ja, okay, stimmt. Ich wollte gerade sagen, also mit dem Erscheinungsdatum 1984 fällt dieser Film aber auch wirklich passgenau, diese große Beschlagnahmungswelle. So von wegen, wir nehmen einfach mal alles weg, was irgendwie Spaß macht. Ja. Und selbst bei Jackie Chan-Streifen, wenn er nur einmal irgendwie die Hand zum Schlage erhebt, dann kurz am besten gleich die 7-minütige Klopperei daraus. Mhm. Und FSK 18 drauf. So. Und vielleicht noch indizieren. Genau, darf keinen Spaß machen. Nur Tod überleben, Soul Survivor, das ist der andere Film, den anderen hast du mitgebracht. Und zwar The Last Night, eine kanadische Produktion, im deutschen Verleih Die letzte Nacht aus dem Jahr 1998. Warum das denn? Ach so, also zunächst mal, ich bin mir ziemlich sicher, dass der Film nie in Deutschland erschienen ist. Mhm. Also, ja, also da, wie bin ich zu Last Night gekommen? Das ist jetzt eine alte cool. Geschichte. Kannst du ja für später aufheben, wenn wir drüber reden. Für später, deswegen ganz einfach, warum den? Ja, der ist toll, ich mag den sehr. Seit vielen Jahren kehre ich immer wieder zu ihm zurück. So, das ist so als Anteasern. Last Night hat zumindest einen Eintrag im Lexikon des internationalen Films, also musste auch wohl mal hochoffiziell in Deutschland erschienen sein. Ich muss aber auch sagen, ich habe nie davon zuvor gehört. Und jetzt tut es mir ein bisschen leid rum, weil da habe ich wirklich 26 Jahre lang was verpasst. Hm. So. Das war schon mal irgendwie der kleine Spoiler so für unser Filmgespräch. Aber zunächst Soul Survivor aus dem Jahr 1984, von dem habe ich was gehört. Ist auch von einem Regisseur, den ich durchaus mag, der im Jahr 1984 gleich zwei Filme gemacht hat, die ich sehr, sehr mag. Nämlich diesen hier und Night of the Comet, den ich ganz fantastisch finde. Ja, natürlich. Der mit dem Rotfilter. Ja, da gucke ich auf den verdammten Eintrag bei Letterboxd und komme nicht auf die verdammte Idee, mal auf den Regisseur zu klicken. Ja, ja. Dann hätte ich ja gewusst, ja natürlich, Night of the Comet, ja, schicker Film. Ja. Regisseur macht es einem schwer mit seinem Namen. Thom Eberhardt ist der Name, nicht Tom, sondern Thom, vielleicht kurz für Thomas, whatever. Menschen geben ihre Kinder komische Namen, so. Aber das ist der Name des Regisseurs. Und er hat tatsächlich, glaube ich, seine Glanzleistung auch so in den 80ern verbrochen. Ich glaube, beim Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft, Sequel auch Regie geführt. Das wird zumindest ein großer kommerzieller Erfolg für ihn gewesen sein. Und davon lässt sich auch, glaube ich, mittlerweile gut leben. Denn so viel hat er in den letzten Jahren oder Jahrzehnten auch nicht mehr gemacht. Mir namentlich doch bekannt, also nicht nur namentlich, sondern auch vom Sehen ist noch Captain Ron. Mit Kurt Russell und Martin Short. Das war die etwas düstere Phase von Kurt Russell, oder? Also das war, Leute, die heutzutage Kurt Russell sehen, vergessen vielleicht, dass der Mann noch mal eine Zeit lang mehr oder minder weg vom Fenster gewesen ist und ja. Und dann nur noch ja. So von, in Anführungszeichen, Leuten wie uns mit einem, Mensch, Kurt Russell, was macht der jetzt eigentlich? Ah, begrüßt wurde, wenn er irgendwo auftauchte. Kurt Russell ist tatsächlich so einer von einer Handvoll Schauspieler und Schauspielerinnen, in dessen Film ich reingegangen bin, obwohl ich wusste, dass das nicht gut enden wird. Also ich weiß noch, als Soldier rauskam, der Paul W.S. Anderson Film, da habe ich nichts Gutes von gehört. Aber ich dachte, wie schlecht kann ein Kurt Russell Film sein? Oh. Gebe ich einfach mal die 10 D-Mark für ein Kinoticket aus. So. Und hast dann einen geschnittenen, gar nicht mal so guten Film gesehen damals. Ja, ja. Dabei mag ich Paul W.S. Anderson. Also, aber der ist nicht so toll. Ja. Kurt Russell, genau, das war die saure Gurkenzeit, aber wir gehen ein paar Jahre zurück zu okay. Soul Survivor. Thom Eberhardt hat auch das Drehbuch geschrieben, eine kleinbudgetierte Produktion. Ich glaube, so namentlich hinter den Kulissen ist nur der Kameramann noch bekannt, das ist nämlich Russell Carpenter, die ich jetzt nicht irgendwie als großartigen Kameramann so im Kopf habe, aber er hat einige sehr, sehr, sehr bekannte Filme gedreht. Also nicht zuletzt den zweiten Avatar-Film zuletzt. Aber auch Hard Target mit John Woo, True Lies und Charlie's Angel, inklusive dem Sequel. So. Hm. Und vor der Kamera, oh, ich weiß nicht, ob ich irgendwen davon kannte, muss ich ganz ehrlich sagen. Vielleicht auch aus gutem Grund. Die UFDB-Inhaltsangabe, bevor ich dich nach deiner Meinung frage. Geschrieben hat sie Nerf. Und Nerf schreibt bei der UFDB, Denise D.D. Watson, das ist Anita Skinner, ist die einzige Überlebende eines verheerenden Flugzeugabsturzes. Körperlich völlig unversehrt wird sie von ihrem Arzt vor dem Überlebenden-Syndrom gewarnt, bei dem sich manche, der eine solche Katastrophe überstanden hat, hinterher freiwillig das Leben nimmt. Das ist bei Denise nicht der Fall. Ihr lauern plötzlich urplötzlich Menschen auf, die nachweislich verstorben sind. Punkt, Punkt, Punkt. Hm. So, und jetzt du. Hat dir denn Soul Survivor gefallen? Ein klares Jein. Okay. Das ist tatsächlich, ich kann das gar nicht so richtig festmachen. Als ich ihn gestern dann mal gesehen hatte, ich habe ihn recht kurzfristig gucken müssen, da dachte ich eine ganze Zeit lang,
Ja, das ist schon nett, aber es passiert relativ wenig. Das ist wahr. Das ist ein ziemlicher Slowburner, muss man ganz ehrlich so sagen. Ja. Und so dachte ich dann schon, als der Film dann zu Ende war, irgendwann wird mich der Patrick fragen, wie findest du den Film, den er ausgesucht hat? Und dann sitze ich hier vielleicht und sage irgendwie, toll war es nicht. Aber gleichzeitig muss ich zugeben. Was durchaus in Ordnung wäre, wollte ich nur mal sagen. Ja, okay, aber gleichzeitig muss ich offen zugeben, seit gestern ist jetzt vielleicht, also klingt jetzt doof, wenn ich jetzt nach so einem kurzen Zeitraum sage, ich denke immer wieder zurück an den Film, weil er dann doch diese ganz ekelhafte Floskel, er hat irgendwie was, wo ich nicht mit dem Finger drauf zeigen kann. Das ist ein Film, wo bis auf die letzten 20 Minuten erstmal eine ganze Zeit lang eigentlich fast gar nichts wirklich passiert, immer nur Andeutungen. Mhm. Und trotzdem hat er halt irgendwas. Ja. Ja, das ist jetzt nicht unbedingt eine befriedigende Antwort. So ehrlich muss ich ganz, ganz offen sein. Normalerweise rede ich ja lieben gern über ganz tolle Sachen, aber im Gespräch wird vielleicht noch was herausgekitzelt, hoffe ich. Jetzt gerade ist das so ein bisschen sicher. Meine Wertung von irgendwie, ja, der hat was. Noch Blick hinter die Kulisse. Ich habe im Vorgespräch zu André gesagt, ich freue mich, dass wir über die beiden Filme sprechen, beziehungsweise einfach mal zwei Filme paaren miteinander, weil normalerweise schaffen wir es auch über, wir beide über den letzten Rotz irgendwie abendfüllend zu diskutieren oder uns in aller Regel einig zu sein, aber das auch über einen sehr, sehr gepflegt langen Zeitraum zu machen. Und bei den beiden Filmen, Leute, dachte ich mir auch so, ach, die sind cool, die sind schon nett und schön und ich würde sie auch durchaus beide weiterempfehlen. Aber ja, das sind jetzt irgendwie keine großen, verkannten und vergessenen Meisterwerke filmischen Schaffens. Soul Survivor hat mich auch durchaus gepackt. Es hat eine Zeit lang gedauert. Ich gebe dir vollkommen recht. Der Film braucht eine Weile, um in die Gänge zu kommen. Ich habe mich mit einigen Sachen mehr oder weniger schwer getan. Also einige Sachen habe ich gleich vom Beginn verzaubert, muss ich sagen, weil man merkt schon, die Thom Eberhard macht mit relativ kleinem Budget schon ziemlich viel. Also ich fand den Flugzeugabsturz zum Beispiel heiß. Mhm. Auch kameratechnisch wagt er einiges. Also er ist ambitionierter eigentlich, als er vielleicht sein sollte oder könnte mit dem kleinen Budget. Das ist offensichtlich. Also viel Geld wird er nicht gehabt haben. Aber er hat eben auch Längen. Er hat durchaus Schwächen so bei der Filmmusik und bei den schauspielerischen Leistungen, finde ich. Also ich habe hier auf den Cast geblickt und ich muss sagen, ich kann mich nicht ganz so den Gedanken frei machen, dass ich mir schon gedacht habe, ich wundere mich nicht darüber, dass sie alle keine großen Karrieren hatten hiernach. Weil das sind jetzt alles keine Charisma-Bomben, wie nennt man das? Menschen, die einen so packen. Die man einfach sieht auf der Leinwand, auf dem Bildschirm und die einen komplett verzaubern und einnehmen für ihre Sache. Also einerseits, wie sie gespielt sind, andererseits, wie sie geschrieben sind, alles so Figuren, von denen ich mir dachte, so, oh, puh, anstrengend, ne? Oder merkwürdig. Und ich weiß gar nicht, ob ich mit denen Zeit verbringen will. Und die reden komische Dinge. Aber ich glaube, es hat mich auch so ein bisschen, mir so ein bisschen die Orientierung genommen, dieses teilweise merkwürdige Schauspiel und die merkwürdigen Drehbuchentscheidungen. Und das wiederum zahlt ja ganz gut so auf diese Stimmung des Verlorenseins, während man den Film anguckt, ein. Und das fand ich dann wiederum ganz gut. Also bei mir ist es auch so eine, wie man im Englischsprachigen gerne sagt, gemischte Tüte. Okay. Am Ende des Abends. Ja, Gott sei Dank ist das aber, jetzt. Aber so mit Ausschlag ins Positive, möchte ich sagen, eindeutig. Ja, also bei mir ist es relativ ausgeglichen, was die Ausschläge angeht. Also ich bin ganz ehrlich, was ich am interessantesten an dem Film fand, war dann mehr oder minder, was ja dann so später wohl für Auswirkungen auf andere Filme gehabt haben wird, wenn ich ehrlich sein darf. Also, beziehungsweise, ich denke mal, er selbst hat sich auch ein bisschen von Carnival of Souls, so heißt das Ding. Absolut, ja. Definitiv beeinflussen lassen. Aber ich muss halt ganz ehrlich sagen, es gibt ja zu Beginn eine Szene, wo unsere überlebende Dame, Didi hieß? Ja. Didi, okay, danke. Bevor wir jetzt in Hallerfordend hier, Denise, ja, genau. Denise. Ja. Wo Denise halt aus dem Krankenhaus rauskommt und beinahe von einem Laster überrollt wird, der ohne irgendeine Art von männlichen Zutun auf einmal anfängt loszurollen, ist halt, da kann man schon definitiv sagen, okay, da werden damals wohl die Macher von Final Destination mal genauer hingeguckt haben, beziehungsweise den Film vielleicht in Erinnerung gehabt haben. Das ist so ein Stück weit, der Film ist eine Mischung so ein bisschen aus It Follows und Final Destination. Ja, richtig. Mit ein bisschen mehr in Richtung It Follows, wenn ich ehrlich sein darf. Ja, richtig. Ich glaube, das sind auch die drei Titel, die am öftesten zitiert werden, wenn man über den Film spricht, weil es ist eben auch schwer zu sagen, ach, hier der große Thom Eberhard und die große Anita Skinner in der Hauptrolle. Und also weil tatsächlich der Film, da ist wenig dran, so an einmaligen,
Aspekten, die es nirgendwo anders gibt, von denen man sagen kann, du musst den Film sehen, weil. Weil ich finde eben auch, also alles, was der Film macht, wurde vorher oder nachher ein bisschen besser von anderen Filmschaffenden gemacht. Ja. aber er, ich weiß, ich mag die Aspekte, an denen er sich von in Carnival of Souls bedient. Und ich natürlich weiß es irgendwie auch zu schätzen oder anzuerkennen, dem Respekt zu zollen, dass er eben offensichtlich auch hier Final Destination, sowas wie It Follows, beeinflusst hat. Das ist für mich auch ganz eindeutig. Dennoch gucke ich mir natürlich das Ganze an und denke mir, ja, aber ja, das hätte man vielleicht auch irgendwie auch ein bisschen besser machen können. Aber jetzt, ich klinge zu negativ tatsächlich. Zu einem Film, den ich durchaus mochte, muss ich sagen. Und der tut ja auch nicht weh mit seinen, ich glaube, knapp 90 Minuten. Obwohl, das ist eine relativ gute Aussage. Das ist auch so ein bisschen meine... Oh, ich hasse mich gerade dafür, dass ich das gesagt habe. Ja, jetzt hast du es gemacht, tut mir leid. Ja. Das ist die Art von Film, wo man die ganze Zeit immer so denkt, ja, das ist schon ganz okay. Hm. Aber vielleicht noch ein bisschen mehr Mühe, dann wäre es gut gewesen. Ist bei mir öfter halt so gewesen. Also ich finde halt durchaus zuweilen echt interessant, wie sie halt da durch die Gegend läuft und dann stehen halt irgendwelche Leute, wo man nicht weiß, was wollen sie, und sie kommen immer näher und dann stellt man fest, okay, mit denen stimmt irgendwas nicht, bis sie irgendwann feststellen, das sind halt Tote, die sie halt dann holen wollen, weil sie dem Tod über die Schippe gehopst ist und das geht halt nicht. Da muss wieder irgendwo eine Ordnung irgendwie reingebracht werden und das sollen die erledigen. Aber das ist auch immer so, dass ich, mir stehen zu, also vermutlich waren es gar nicht so viele, mir stehen zu viele Tote im Laufe der Zeit irgendwo rum, ohne dass was passiert. Also die letzten 20 Minuten, die finde ich tatsächlich richtig gut. Ja. Aber ist halt auch die Sache, wo ich so ich glaube, der Film ist zu kurz für, tatsächlich für das, was er ist. Es gibt diesen Film, den ich jetzt sage, was ich toll gefunden hätte, diese ewig lange Einführung wäre vermutlich absolut okay gewesen, wenn danach noch eine Stunde gekommen wäre, wo sie weiterhin versucht, ihrem Schicksal zu entkommen. So allerdings war es für mich so ein bisschen, Ich glaube, die eindeutigste inhaltliche Parallele ist tatsächlich Final Destination, insofern, dass wir eben auch jemanden haben, die einen Flugzeugabsturz überlebt und die offensichtlich jetzt gerade vom, das ist zumindest unser Eindruck, vom Gevatter Tod persönlich gestalkt wird und der ihr nach dem Leben trachtet. So. Und sie sieht eben um sich herum irgendwelche Erscheinungen. Der Unterschied ist eben zu Final Destination, dass die Protagonisten in dem Film, also in Final Destination, relativ bald dann auch erkennen, worum es geht und versuchen, dem Tod zu entkommen. Wohingegen eben Denise oder Didi den Großteil des Films so durch die Handlung starkst und man nicht wirklich das Gefühl hat, dass da irgendwie so eine Dringlichkeit hinter ist. So, so oh, das ist aber komisch. Naja, egal. Da ist dieser sexy Doktor, mit dem muss ich erstmal flirten. Ja. Und dann, das ist so. Also, ich gebe dir insofern recht, als dass ich habe mich gut unterhalten gefühlt die meiste Zeit, aber ich dachte auch, gut, Film, du bist nur bis zu dem Beginn der Credits gut 80 Minuten lang. Ich weiß nicht, ob ich so eine romantische Nebenhandlung gebraucht hätte, vor allem, wenn es eben zwei komplett charismafreie Menschen betrifft, von denen ich denke, ja, ihr habt euch auch verdient, aber ich möchte es gar nicht unbedingt mit angucken. Aber nein, sie überlebt, kommt dann irgendwie zu diesem Doktor, der sie behandelt und sofort, oh, guck mal hier, sind Sie Single? Nein, ich bin Doktor. So, sind Sie Single? Ja. Und dann so widerwillig gibt es ein Date und ich denke mir, dann gibt es noch so ein Meet-Cute im Park und ein bisschen Gefummel und ich denke mir, ja, ich hätte doch lieber wieder die Toten, ne? Ja, stimmt. Man lässt sich sehr viel Zeit für Dinge am Wegesrand, muss man ganz klar zu sagen. Das kann sehr schön sein. Kann aber auch vielleicht ein bisschen banal sein, wenn am Wegesrand halt nur Tulpen stehen. Ja. Ach, ich rede auch viel zu negativ über den Film. Ich fand ihn echt okay. Also, der Doktor hat ja auch einen Zweck. Er erklärt sie in der Inhaltsangabe erwähnten Survivors Guild, also diese quasi Überlebenden-Schuld auf. Ne? So wegen die meisten Überlebenden eines Unglücks nehmen sich dann im Laufe des eines oder von zwei Jahren das Leben. So. Ist nicht nett. Das stimmt. Also, so beginnen die wenigsten Liebesgeschichten. Ja, aber auf jeden Topf passt halt ein Deckelchen nicht, wa? Und insofern. Also, wen ich eigentlich am interessantesten in dem ganzen Film finde, ist die Dame, die früher mal ein Star gewesen ist. Und die halt diese Vorhersagen machen kann. Also unsere Cassandra quasi. Carla heißt die hier. Wie heißt sie? Karen Larkey spielt Carla. Carla. Das klingt ein bisschen wie Cassandra. Ja, das stimmt. So. Ich hätte eigentlich tatsächlich wesentlich mehr Zeit gebraucht mit ihr und Didi. Das wäre was gewesen, weil das war die eine Figur gewesen, die ich echt interessant gefunden habe. Halt ein ehemaliges Starlet in irgendwelchen Strandfilmen. Die jetzt halt keine Rolle mehr bekommt, weil ihre glorreiche sexy Bikini-Zeit halt vorbei ist und die jetzt halt versuchen muss, mit einem dämlichen Kaffee-Werbespot
noch mal irgendwie ein bisschen was reißen zu können, das nicht kann, weil es die Vision gehabt hat vom Tod von, beziehungsweise von dem Flugzeugabsturz, in dem Didi verwickelt war. Ja. Und deswegen auch immer, und versucht nichts zu sagen, weil sie weiß, das bringt sie ja eh nur in Schwierigkeiten, aber dann halt trotzdem feststellt, sie muss immer hingucken zu ihr und deswegen halt ihre letzte große Chance auf irgendeinen, siehst du, wie ich über die lebhaft rede, das ist ein Charakter, mit dem man mit. Ich fand die auch spannend. Ich fand überhaupt dieses ganze Einblick ins Medienschaffen oder diese Werbeindustrie ganz, ganz lustig dieser Zeit. Mhm. Es wirkte auch alles extrem antiquiert. Carla spielt, hat eine Autorin, die hat eine Kaffeewerbung gemacht und alle drehen durch, weil sie ihren 69. Take, glaube ich, versaut. Es wird dann irgendwann gesagt, so, Take 70. Und das fand ich auch durchaus amüsant. Es wunderte mich so ein bisschen, dass sie erst so spät miteinander ins Gespräch kommen. Also unsere Hauptdarstellerin, unsere Hauptfigur, Denise, Didi und Carla, weil die arbeiten ja zusammen. Und wir sehen Carla in der allerersten Minute oder in der zweiten Minute des Films, wie sie eben diese Vision hat. Mhm. Aber bis die beiden mal miteinander reden, obwohl die ja zusammen arbeiten, dauert sehr, sehr lange. Ich hatte auch zuerst so gedacht, gut, okay, interessante Inszenierung. Und so einen riesigen Teaser am Anfang zu bringen, der kommt nie wieder vor. Oh, gut, okay, dann, aber da kam sie ja wieder. Aber ja, die ist eine ganze Weile weg aus dem Film. Dafür haben wir halt den Doktor. Ja, genau, das kann nämlich auch frustrieren tatsächlich. Also ich lasse mich jetzt gerade so eine negative Haltung reinquatschen, will ich eigentlich gar nicht. Ich bringe mich, glaube ich, selber gerade dazu. Aber es gibt tatsächlich diese eine Szene, in der die beiden im Fernsehstudio sind und diesen halb nicht besonders coolen Werbespot aufzuzeichnen versuchen und dann denke ich mir, die Figuren stehen doch gerade in einem Raum. Ihr könntet jetzt auch mal miteinander sprechen. Carla hat die Vision gehabt, dass Denise überlebt und Denise ist im gleichen Raum wie sie. Stattdessen wird dann aber, kommen sie nicht ins Gespräch und der Doktor kommt rein und sagt, hey, ich hole dich von der Arbeit ab. Und ich bin, nein, das ist du bist der Letzte, den ich hier gerade sehen will. Und genau, dann gehen sie in den Park oder haben romantisches Dinner, es gibt auch eine Beischlafszene. Ja, egal. Und dann dauert es, glaube ich, noch eine weitere halbe Stunde, bis dann Carla und Denise zum ersten Mal miteinander reden da im Treppenhaus. Ja. aber die Leichen fand ich gut, muss ich sagen. Also ich muss sagen, wie die umgesetzt sind, der Score ist ziemlich furchtbar, die Filmmusik, aber wenn so die Leichen auftauchen und dieses Flüstern auf der Tonspur dann erscheint und Denise, also das fand ich schon gruselig. Ja, es gibt zu wenig von diesen Momenten irgendwie. Ja, das ist, man muss sie dann aber, du weißt sie, um dann umso mehr zu schätzen. Ja. Ja. Du merkst vielleicht, meine harte Hülle wird nicht so wirklich durchbrochen für den Film. Ja. Es tut mir auch sehr leid. Ich wünschte, ich könnte jetzt hier wirklich sitzen und sagen, da ist ein absoluter Atmosphärehammer gestern über meinen Fernseher gelaufen. Das gelingt mir halt leider einfach nicht. Ich finde, der Film, es ist furchtbar, der Film ist schon recht kurz. Wenn der Film schon nur 85 Minuten geht, mit Abspann noch mit einberechnet, also sagen wir 80 Minuten ungefähr Nettolaufzeit hat, und ich so denke, na, ein bisschen kürzer hätte ich ihn noch machen können, dann ist das kein gutes Zeichen leider. Also fast alle Szenen mit dem Doktor hätte man rausschneiden können, wie du schon gesagt hast. Ich hätte die Beischlafszene echt nicht gebraucht, wunderbar, komm zusammen. Toll, aber das sind gut und gerne 5 Minuten, die irgendwo rumhocken und Banalitäten belabern. Und das Schlimme ist ja im Grunde genommen, wir alle wissen ja schon ganz genau, worauf das Ganze so halbwegs hinauslaufen wird. Und ja, wissen wir das? Bedauerlicherweise heutzutage ja. Also, okay. Wir hören ja, mag in den 80er Jahren anders gewesen sein, aber heutzutage wissen wir halt, wohin die Filme geführt haben, Final Destination und so weiter und so fort. Und deswegen, wenn ich jetzt den Film sehe, ist jetzt halt die Schande der späten Geburt halt von mir aus, aber ich weiß halt, worauf es hinausläuft und deswegen weiß auch ganz genau, was das Schicksal für sie bereithalten soll, also für Denise. Und dann wäre es jetzt halt für mich so, also jetzt nur für mich. Ja. Wenn jetzt hier nicht sagen, Patrick, was stimmt mir denn nicht, dass du den Film gut findest? Ist ja alles okay. Ja. Sondern halt, müsste der Film für mich irgendwo anders noch so richtig punkten? Keine Ahnung. Einige Filme haben halt ein völlig veraltetes Weltbild, da kann ich dann sagen, ja, aber die Action-Szenen, richtig großartig. Oder, keine Ahnung, ja, scheiß Film über Clint Eastwood, toll. Fandest du die Szene mit dem Leichenbeschauer nicht lustig? So der typische, zynische, abgefuckte Leichenbeschauer, wie in 1001 Polizeiserien, Krimis, Thriller, Horrorfilmen, der da irgendwie sitzt und sein Sandwich mürrisch kaut, während er sagt, ach, diese Leichen. Man muss ja Klischees auch erstmal bringen, bevor sie irgendwann eins werden. Aber zumindest ihm kann ich noch zugestehen, dass er während der ganzen Sache noch so halbwegs kompetent wirkte. Vor allen Dingen am Ende zeigt sich das dann auch so ein bisschen, wo er dann der Einzige ist, der mal so auf den Trichter kommt, irgendwas stimmt hier nicht. Ja, die von dir genannten ansonsten Klischee-Leute sind ja meistens immer nur so als eine Art gewisser Schock-Value da, dass sie halt das Sandwich auf die Leiche packen und sich darüber amüsieren, dass das Gegenüber gerade sich irgendwie denkt, was macht er denn da? Ja, ja. Ach,
ich finde, der Film macht schon vieles richtig. Ich glaube, das grundsätzliche Problem ist, also das allergrößte und einzige, was aufgrund dessen ich wirklich sage, der Film verdient eben nicht keinen Status als so Mini-Klassiker, sondern eher als nette Kuriosität, ist, dass er einfach nicht viel aus seinem Konzept macht. Die Idee ist super und damals auch noch relativ neu zum Entstehungszeitpunkt. Allerdings, ja, das Schicksal von Denise dürfte, glaube ich, auch ein bisschen genrekundigen Menschen im Jahr 1984 relativ klar gewesen sein. Ich habe eigentlich mehr darüber nachgedacht und mich die ganze Zeit gefragt, was wird aus Carla oder dem Doktor? Und der Doktor, aus dem wird eben gar nichts. Das macht eben auch diese Liebesgeschichte noch ärgerlicher. Achtung, Spoiler, der beißt nämlich einfach ins Gras. Und zwar auf eine komplett beiläufige Art und Weise. Also, ich meine, es wird großartig so bei dem Hinweg zum Finale angedeutet, oh, er beeilt sich jetzt kommt irgendeine Form von Showdown, kriegt ein Messer in den Bauch, fällt um, das war's. Noch nicht mal irgendeine Form von dramatischem sich noch aufbäumen, vielleicht irgendwie schießen und dann sticht halt die Leiche nochmal zu. Nee, er ist tot. Gar nichts. Und selbst da, das ist jetzt wirklich dem etwas schauspielerischen Untalent von der Darstellerin von Denise geschuldet, da stirbt ja eigentlich gerade der Mann, den sie liebt. Ja. Und 5 Minuten später steht sie dann halt hier bei Carla und redet da relativ so, als wenn, keine Ahnung, ja, Mensch, dumm gelaufen. Aber jetzt pass ich auf. Das es ist, sie ist auch... Also sie wirkt merkwürdig teilnahmslos. Ich dachte so ein bisschen, wie gesagt, ich ahnte schon, was da am Ende des Films auf mich wartet. Ich hatte nur noch eine sehr diffuse Erinnerung an Teile dieses Films, woher auch immer. Ich kannte das Ende nicht. Ich wunderte mich so ein bisschen über ihre Teilnahmslosigkeit gegenüber den meisten Menschen in diesem Film. Die einzige Person, in die sie einigermaßen investiert zu sein scheint, ist ihr Loverboy. Alles andere, was ihren Job betrifft, ihr sonstiges Leben, ihren Freundeskreis, Menschen darin, scheint ihr eigentlich alles ziemlich egal zu sein. Sie klingelt ja zum Beispiel auch eines Abends an der Tür ihrer Freundin Christy. Die hält gerade eine Strip-Poker-Runde ab. Moment, das fand ich super. Ganz kurz, die Sequenz für die irgendwie, die hat eine gewisse Ruspe, wenn ich ehrlich sein darf. Wie hat der Regisseur sich gedacht, wir bräuchten irgendwie noch Brüste in den Film. Ja. Wie machen wir das denn? Wir machen eine Strip-Poker-Szene und zack, ist sie drin. Also, das ist auch so mega dröge, wie es inszeniert ist. Ja, ist es, aber ich finde halt dieses, ich sehe richtig vor mir, wie der Produzent sich vielleicht den Film angeguckt hat und gemeint hat, ja, also wir bräuchten vielleicht doch noch irgendwas, kannst du vielleicht noch irgendwie Brüste einbauen? Ja, Moment, da mache ich was. Und dann einfach so völlig unmotiviert so eine Strip-Poker-Szene einbauen. Das ist, nötigt mir so ein bisschen irgendwie. mag so gewesen sein oder auch nicht. Ich finde, dafür wirkt die Szene einfach zu unsexy. Also die Dame, die sich da entkleidet, ist eben, die spielen Strip-Poker und sitzen eben zum Großteil schon alle da in Unterwäsche und irgendwann sagt die eine, ja, okay, ja, dann ziehe ich eben mal ein Oberteil aus. Und dann sieht man, hab so einen Ansatz ihrer Brust und das war's dann aber auch. Das war der Titillation-Aspekt des Films. Aber ich glaube, es dauert auch gut ungefähr 2 Minuten, wo wir die da rumsitzen sehen, Leute, die uns Das sind 3 Leute, die wir vorher noch nie gesehen haben. Und die wir auch nicht wiedersehen. Genau, die dann einfach aus der Handlung verschwinden. Und wir sehen da echt 2 Minuten lang von, wie gesagt, 80 Minuten Nettolaufzeit, wie sie rumsitzen, quatschen und sich halt beschweren, dass halt irgendwie jemand ein schlechtes Blatt gehabt hat und jetzt sein Hemd ausziehen muss und so ein Kram. Und Christy wird ja umgebracht, gewaltsam, aber auch das wird, soweit ich mich erinnern kann, nicht mehr wirklich aufgegriffen vom Film. Ja, ist auch so ein Ding. Die kriegt das, glaube ich, gar nicht richtig mit. Ja, großartig. Ja, ist halt weg. Vermutlich ist der große Twist, die war eigentlich schon innerlich tot. Damit hatte ich eben gerechnet tatsächlich. Also ich hatte tatsächlich mit sowas gerechnet. Also spätestens seit The Sixth Sense ist man immer so ein bisschen misstrauisch. Ich habe den Film eine Zeit lang eben geguckt mit dem Auge, ja genau, vielleicht ist sie tot und sie reagiert einfach nur auf nichts, weil sie an nichts mehr teilhat auch. Aber nee, das ist ja auch nicht der Fall. Sie interagiert ja auch mit den Leuten, sie redet ja mit anderen Menschen und dachte, ja, so tot kann sie ja auch nicht sein, was kommt dann? Und muss sagen, also ihr Schicksal, wie gesagt, war mir einigermaßen klar, Spoiler, sie stirbt dann am Ende. Aber dass es zu einem Zombie-Film wird auf den letzten Metern, damit hatte ich ehrlich gesagt nicht gerechnet. Weil ich dachte, diese ganzen Toten, die sie da sieht, die entspringen nur ihrer Vision. Also das ist einfach nur ihre Einbildung. Ja, aber irgendwann sagt sie. Aber die gibt es ja wirklich. Ja, weil und die bringen dann plötzlich wahllos Leute um. Ja, warum? Ich hatte das dann irgendwie so verstanden, um näher an sie ranzukommen. Weil sie halt anscheinend festgestellt haben, am Ende ist sie eine vertraute Person. Also zwei vertraute Personen.
die letztlich zu dem Untergang führen. Vielleicht weil ja, richtig. Also vielleicht mussten sie jetzt echt Leute um die Ecke bringen, damit man an sie rankommt, weil die anderen Möglichkeiten haben nicht geklappt. Nee, aber das ist ja auch Quatsch. Also so ist das ja nicht tatsächlich. Also mir tut es ein bisschen leid, weil ich glaube, hier auf dem Film rumbashen, den keiner gesehen hat und irgendwie der es auch nicht verdient hat, weil er eben so klein ist und so unschuldig und ich glaube einfach mit einer guten Intention entstanden ist und wenig Geld, aber viel Ambition ist so ein bisschen ehrenrührig. Ja gut, aber der Weg zur Hölle ist ja nur mit guten Vorsätzen gepflastert. Ja, genau. Aber das stimmt schon so. Dramaturgisch ist das wirklich für einen Hintern, wenn sie dieses Taxi nimmt, um zum Haus von Carla zu fahren und dann gräbt sie dieser Taxifahrer da an und wird dann fast übergriffig und sagt, naja, wenn du kein Geld für die Fahrt hast, dann lass dich einmal durchpimpern und dann ist die Fahrt bezahlt, beglichen. Und ich denke so, egal, die wird sie ja dann los, der lässt sie raus, er wird in die Pampa geschickt, ne, fährt zurück und dann in ihrer Abwesenheit, ohne dass sie es mitbekommt, umgebracht. Von einem der Zombies, von einem der Untoten, die eigentlich ja die stalken. Aber ich denke mir ja, mit welcher Intention seitens der Untoten und welcher Konsequenz für Didi? In beiden Fällen, glaube ich, lautet die Antwort keine. Weil dieser Taxifahrer ist ja für Didi komplett bedeutungslos. Der ist ja aus ihrem Leben. Ja, also, wenn der draußen warten würde, weißt du, mit dem Taxi auf sie und würde umgebracht und sie kommt zum Taxi zurück und sagt, oh, jetzt komme ich hier nicht mehr weg. Ja, aber der Taxi, also es ist ja ihre Freundin, die den Taxifahrer umbringt, also ihre tote Freundin. Ja. Und die ist ja dann in dem Haus, wo Didi ist und tötet dann den Doktor. Und dann rennt sie halt raus. Ja. Aber draußen wäre sonst keiner. Aber da sie sich ja Verstärkung geholt hat durch den Taxifahrer, ist da ja wer, der sie noch erwischen könnte. Ja, hat mich nicht überzeugt. Ja, mich auch. Aber wie gesagt, atmosphärisch ist das gut. Und ich weiß irgendwie auch zu schätzen, dass man eine so offensichtlich unsympathische Hauptfigur geschrieben hat. Weil ich finde, Denise Didi Watson, so heißt ihre Figur, ist einfach. Also ich weiß nicht, ob es am mangelnden Schauspieltalent von Anita Skinner liegt, aber ich wurde mit der überhaupt nicht warm. Ich finde die so unsympathisch die meiste Zeit. Was macht die da eigentlich? Sie scheint schlecht in ihrem Job zu sein, desinteressiert an ihrem Umfeld, hat kein Herz für ihre Mitmenschen, will eigentlich nur flachgelegt werden. Tut mir leid, dass ich so ausdrücken muss. Also das ist, weiß ich nicht. Man überlebt einen Flugzeugabsturz. Trauma hin oder her. Ich glaube, da ist man schon ein bisschen komisch drauf. Das sei ihr zugestanden. Mhm. Aber dann sitzt sie eben halb Stunden später in dieser Arztpraxis und das Einzige, was sie umtreibt, ist, oh, dieser Arzt. Stimmt, dass du echt ansprichst. Also ja, aber wenn zumindest mal in irgendeiner Form angedeutet werden würde, dass sie das Ganze auch mitnimmt, also ich kann jetzt nur von mir reden, wäre ich jetzt der einzige Überlebende von einem Flugzeugabsturz, ich glaube, ich wäre erstmal so für 3-4 Wochen weg vom Fenster. Ich würde auch schreiend in der Ecke sitzen für genau diesen Zeitraum wahrscheinlich. Also von mir aus, als sie da bei der Eröffnungsszene, wo der Flugzeugabsturz stattgefunden hat, wie du gesagt hast, ziemlich gut inszeniert, und sie da halt völlig starr auf ihrem Sitz da rumsitzt, okay, Schock. Aber danach ist ja schon die Krankenhausszene und dann, vielleicht sind einige Wochen vergangen, aber ist auch eher so, als wenn. Das ist, als wenn ich eine etwas kompliziertere Grippeschutzimpfung gehabt hätte und mir der Arm wehgetan hat. Und der Arzt dann so meint, na, bleiben Sie mal lieber eine halbe Stunde hier, wir wollen mal gucken, dass nichts passiert. Achso. Richtig in die Kerne, aber so kam es rüber. Der Film ist eben auch sehr kitzer der Zeit, habe ich festgestellt. Also es sind so einige Szenen drin, von denen ich mir dachte, ohne jetzt Gänsefüßchen auf woke und Gänsefüßchen zu klingen zu wollen oder besonders aufgeklärt. Da sind eben einige so Momente drin, bei denen ich mir schon dachte, okay, das ging glaube ich nur 1984. Die stören mich überhaupt nicht im geringsten, aber ich dachte, also was machen die da? Zum Beispiel, dass die quasi, so ein bisschen möchte ich sagen, das Lebensrecht, aber die Zurechnungsfähigkeit abgesprochen wird, weil sie eben Antidepressiva nimmt. So, da holt dieser Detective dann irgendwie quasi so ein Rezept raus oder so ein leeres Pillendöschen und sagt, guck mal, was sie nimmt. Na. Die von der ist so gar nichts zu halten. Oder auch die Szene mit dem Taxifahrer, wo also im Radio dann gerade so eine Talkshow läuft mit, womit Frauen ihren Typen am besten ins Bett kriegen oder ihn antören. Und dann dreht der Taxifahrer eben leiser und fängt dann allen Ernstes an, ein Gespräch mit seiner Kundin darüber zu führen, was sie denn eben antört im Bett. Und ich glaube, der Film will das gar nicht weiter kommentieren, sondern nur. Ja, ist eben einfach so. So sind sie eben, die Taxifahrer. Ja, also. Das war auch unsere Kindheit, André, so oder so ähnlich. Also nicht in den USA, aber. Gut, ich kann nur von mir reden, aber ich hatte zum Glück nicht so eine Erfahrung mit Taxifahrern. Ich zum Glück auch nicht, nein. Ja, nee, das, Gott, das ist jetzt, ich bringe viel zu viel Negativität rein, stelle ich fest. Der Film ist eigentlich, der ist echt hübsch. Also für das,
wie du gesagt hast, das ist ein Film Anfang der 80er Jahre, hat vermutlich 350 als Budget gehabt und die Leute, ja, die der Regisseur dann auf der Straße getroffen hat, hey, willst du schauspielen, du hast eine große Zukunft, oh ja, gerne, und die wurden dann halt reingepackt. Es ist, glaube ich, ein ganz klassischer Fall von riesigen Ambitionen, aber ja, leider nicht die Sachen zur Verfügung, diese umzusetzen. Ja. Weil ich könnte mir vielleicht halt vor, in den letzten 20 Minuten, habe ich ja gesagt, kommt der Film langsam ein bisschen zu sich und kommt auch so in die Richtung, wo ich gedacht hätte, ja, das hätte Potenzial gehabt, aber das ist schon wieder zu Ende, leider. Ich habe deswegen auch so ein bisschen das Gefühl, dass diese gut und gerne dreiviertel Stunde, 50 Minuten, wo wir halt echt nur sehen, ja, sie geht dorthin, redet dort noch ein bisschen, dann wird da noch ein bisschen geschnackt. Oh, sie nimmt Antidepressiva. Da machen wir auch noch eine lange Szene raus. Wir können eine Strip-Poker-Szene etwas länger ausführen, dass das vielleicht auch schlicht und ergreifend budgetäre Gründe gehabt hat. Er musste einen 90-Minuten-Film abgeben, aber er stellte fest, gut, für das, was ich machen will, reicht irgendwas, was ich hier zur Verfügung habe, einfach nicht. Deswegen machen wir das, was viele Exploitation-Filme schon gemacht haben. Labern. Einfach labern, zwischendrin irgendwas bringen, was Leute sehen wollen, halt unheimliche Leute im Hintergrund, damit sie nicht komplett wegschlafen. Dann werden ganz kurz, bevor es richtig losgeht, kurz Brüste gezeigt, sind die Leute wieder wach und dann kommt das Ende. Ich mutmaße jetzt hier irgendwas. Nein, hinein. Ich glaube, du hast mit all dem, was du sagst, recht. Aber ich muss auch sagen, die Füllszenen sind einigermaßen amüsant. Natürlich hätte man komplett auf den Leichenbeschauer verzichten können, auf die Strip-Poker-Szene verzichten können, auf die unnötige Love-Story verzichten können. Ganz vieles davon, diese komischen Sperenzien dort in diesem Fernsehstudio, all das könnte einfach rausliegen und der Film wäre dadurch dramaturgisch nicht uninteressanter. Aber ja, man machte das eben so und ich finde, sie sind einigermaßen kreativ, also mehr oder weniger tatsächlich. Also doch in den meisten Fällen haben sie mir ganz gut gefallen. Allerdings, ich fühlte mich auch so am Ende ein bisschen betrogen, weil ich dachte, okay, eigentlich hatten die überhaupt keinen Mehrwert, oder? Also dass jetzt irgendwie wir noch diese Figur kennenlernen, also weiß nicht, den Flirt hier von Christy, der auch bei der Strip-Poker-Szene anwesend war und hat das irgendeinen Mehrwert? Nein, weil ich glaube, ihre eigene einzige Funktion ist eben umgebracht zu werden. Ja, gut. Und das hätte man eben auch ohne das Strip-Poker-Spiel machen Grunde können. Im Grunde genommen ist das ja nicht so ganz unwichtig, weil es führt ja dazu, dass dann halt Denise denkt, ah, okay, meine Freundin wird halt vermutlich, die wollte eher zur Party gehen, zu dem Typen. Ja. Und deswegen haben wir halt kennengelernt. Aber ob es halt dafür diese 2-Minuten-Szene gebraucht hätte, weiß ich nicht. Sie hätte auch einfach sagen können, ja, ich will nachher noch zu meinem Freund bei der Party. Okay. Ja, wie gesagt, ich hätte mich einfach gefreut, wenn die unsere Hauptfigur, ein bisschen früher dem Ganzen auf die Schliche gekommen wäre. Es wird ja bis zum bitteren Ende darüber gerätselt, was da eigentlich passiert. Ne? Der Pathologe sagt ja auch zum Beispiel, oh, die ist im Wasser verstorben. Und der ist liegenderweise verstorben oder sitzenderweise. Und komischerweise haben die alle Blut in ihren Füßen. Also als ob sie im Stehen gestorben sind. Will heißen Untote, die rumlaufen, trotz ihres Ablebens. Aber egal, also der Film teasert nur an, dass da irgendwie großes Geheimnis besteht. Also nicht für uns als Zuschauende, weil wir wissen ja bereits, was Sache ist. Aber dass diese Figuren eben aufklären. Aber sie klären es nicht so wirklich auf und dann ist der Film plötzlich vorbei und man stellt eben fest, ja, die Hälfte davon war eigentlich überflüssig. Aber schön, dass wir mal drüber geredet haben oder es gezeigt haben. Ich finde, also persönlich würde ich sagen, Soul Survivor ist für mich ein guter Film. Ich habe mich gut unterhalten gefühlt. Mir sind die Schwächen, glaube ich, so erzählerisch erst danach bewusst geworden. Aber vor allem nach der letzten Szene und dieser Schlusspointe dachte ich mir, es wäre eine sehr gute Tales from the Crypt-Episode gewesen. Ja, ohne den ganzen Ballast. Das stimmt tatsächlich. Ohne den Doktor, ohne den Pathologen. Obwohl der Pathologe ist ja in der letzten Szene, aber ohne Christy und Carla. Und wobei Carla ist. Ich widerspreche mir selber. Oder halt eine sehr gute, eher Twilight-Zone-Episode, würde ich fast sagen. Ja, genau. Warum nicht? 50 Minuten. Ja. Perfekt. Ja, also es tut, also ich sage es gerne nochmal, es tut mir sehr, sehr leid, dass ich jetzt hier nicht wirklich alles falsch schwärmen konnte oder sowas in der Richtung. Ich finde den Film okay. Das ist das Schlimmste, was man sagen kann, denke ich. Ich finde es ja auch schlimm. Ich wünschte, ich könnte jetzt hier auch wirklich sitzen und sagen, das war ja eine der furchtbarsten Filmerfahrungen meines Lebens. Ja. Das wäre ja zumindest eine echte Emotion. Natürlich hätte ich noch viel lieber gesagt, großartig, großartig. Wo ist die Blu-ray erschienen? Aber es ist halt eher so, dass ich jetzt so sitze, ich denke noch immer an den Film so ein bisschen und wenn in Zukunft halt irgendeiner mal sagen wird, hey, kennst du Final Destination? Ja, haha. Aber kennst du den Film, wo das Ganze seinen Ursprung her hat? Der Film hat mir zumindest Munition geliefert für gute Party-Anekdoten.
Ja, natürlich, klar. Wobei, ich weiß nicht, ob das die Art von Partys ist, auf der wir sein wollen. Ja, man ist am besten vorbereitet irgendwie. Ja. Oh, donnert's bei dir? Ja, hier ist ein Gewitter. Oh, wow. Ein Sommergewitter, sehr schön. Wir wohnen an entgegengelegenen Enden von Berlin. Mal gucken, wann das hier ankommt. Ich bin mal sehr gespannt. Ich glaube, es kommt vom Süden. Das heißt, es wird wahrscheinlich noch irgendwie eine Viertelstunde dauern, bis es bei mir hier losgeht. Hey. Und dann sind wir schon mitten im Gespräch zu Last Night oder The Last Night oder Die letzte Nacht aus dem Jahr 1998. Ein Film, den du mitgebracht hast, den du mir schon vor längerer Zeit nicht ans Herz gelegt hast, aber den du mal erwähnt hattest. Und ich dachte, ja, doch, ja. Und ganz ehrlich, ich glaube, eines unserer allerersten, wenn nicht sogar das allererste Filmgespräch, was wir geführt haben, oder war es das zweite, war zu Miracle Mile. Ich glaube, das allererste war Ninja 3 gewesen, glaube ich. Genau, definitiv. Und ich bin ja ein Sucker, wie der English-Speaker sagt, hier für diese Art von Stoffen. Also Endzeit ist ja immer gut, letzte Nacht auf Erden, alles klar und sehr, sehr gerne. Und vor allem, wenn ich die davon gehört habe, sehr heiß auf sowas. Und deswegen reden wir jetzt darüber. Gut. Die Hauptrolle spielt Don McKellar, Sandra Oh spielt die weibliche Hauptrolle und in weiteren Rollen tatsächlich gar nicht mal so wenig bekannte Leute, wie zum Beispiel Sarah Polley, David Cronenberg spielt mit, Callum Keith Rennie, Tracy Wright, Geneviève Bugeaud, man kennt sie, man mag sie, so. Durchaus prominent besetzt, das Regiedebüt von Schauspieler Don McKellar, auch der tatsächlich so ein gesichtsbekannter, wenn man ihn dann sieht, sagt man, ach, der Typ, die Nebenrolle aus der Fernsehserie, die ich mag. Und ich glaube, er spielt auch in Existence mit von Cronenberg. Ja, ich glaube, die beiden haben irgendwie eine Verbindung auch miteinander. Ich weiß nicht mehr so genau, was gewesen. Ich glaube, manchmal bei Produktionen geholfen oder sowas in der Richtung. Ich finde es immer irre, nach Kanada zu blicken, dieses riesige Land, ich glaube, rein flächenmäßig, glaube ich, größer als Europa und sich dann bewusst zu machen, ich glaube, die Filmszene ist sehr, sehr klein, weil das sind immer so dieselben 10 Leute, die da aufschlagen. aber schön, ich freue mich drüber. Kurz die Inhaltsangabe und dann deine Origin-Story mit Die letzte Nacht. Ja. Java 88 schreibt bei der UFDB, es war bereits seit Monaten bekannt, in 6 Stunden ist es nun soweit. Das neue Jahrtausend bricht an und die Welt wird untergehen. Die unterschiedlichen Individuen einer Individuen, schreibt er hier, das klingt wie eine Blumenart. Einer Gruppe von Personen haben ihre ganz eigene Vorstellung davon, wie sie die letzten Stunden ihres Lebens gestalten wollen. Punkt, Punkt, Punkt. Ja, das fasst das ganz gut zusammen. Wie bist du zu dem Film gekommen? Nun, eine Geschichte, die ja vermutlich schon öfter so erzählt worden ist, aber ich bringe sie immer wieder gerne. Vor sehr, sehr vielen Jahren, vermutlich wird es im Jahr 98 oder zumindest 99 gewesen sein, wurde der Film auf der letzten Seite als letzter Film in einer Splitting Image erwähnt. Nein. Und doch, tatsächlich ja. Und das klang echt interessant, aber damals habe ich mir nicht im geringsten in irgendeiner Form mal gedacht, dass ich den Film mal sehen werde, weil irgendein kanadischer Film, der nirgendwo, nie irgendwo aufgeschlagen ist, mag sein, dass er in Deutschland vielleicht mal im Rahmen eines Festivals mal gelaufen sein kann und deswegen auch einen deutschen Verleihtitel hat, aber offiziell ist er, glaube ich, nie irgendwo rausgekommen oder irgendwie gelaufen. Und deswegen, ja, dachte ich mir, na gut, musst du halt vergessen. Aber das blieb halt so im Hinterkopf und irgendwann dann halt beim Videodrom stand die Videokassette einfach da irgendwo rum. Und ich glaube, ich bin einer der wenigen gewesen, die den Film überhaupt mal dort ausgeliehen haben. Und das war einer der ersten Filme gewesen, die ich mir damals, als das Internet das endlich möglich gemacht haben, dann auch echt importiert habe. Der Film brachte bei mir eine sanfte Note zu klingen. Und das bringt immer mal wieder. Also ich gucke mir den Film im Abstand von einigen Jahren immer mal wieder ganz gerne an. Und die Herkunftsgeschichte des Films ist jetzt nicht unbedingt weltbewegend interessant, aber ich habe die mal gehört, das Ganze soll wohl, also die Origin des Films soll wohl gewesen sein, dass Arte um die Jahrtausendwende rum verschiedene Leute gebeten hat, einen Film zu drehen zum Thema Jahrtausendwechsel. Und dann hat er das Ding gedreht. Aber aus was für Gründen auch immer hat Arte sich da rausgezogen und hat gemeint, nee, der Film dann doch nicht im Rahmen des Projekts. Aber kannst gerne machen, was du willst. Und dann kam halt dann relativ klein zu anderen Ehren. Aber die Geschichte habe ich einmal irgendwo gehört, aber nie wieder irgendwo wirklich verifiziert bekommen. Das klingt recht logisch, aber trotzdem recht merkwürdig. Ich suche gerade, während wir sprechen, die Splitting Image raus, die du meinst. Aber find sie nicht. Ja. Schade. Dafür habe ich hier gerade Star Force Soldier entdeckt in der Splitting Image. Ich glaube, der kommt ganz gut weg. Und Existenz und The Faculty. Alles Filme, die wir bereits heute erwähnt haben.
Ja. Ich kannte ihn nicht, tatsächlich. Aber es liegt nach einem Film, den man über die Splatting Image entdeckt. Und tatsächlich etwas, was man, wie in meinem Fall, dann offensichtlich auch wieder vergisst. Ich glaube, so vor Internetzeiten, also ich war bereits online irgendwie mehr oder weniger Ende der 90er Jahre, aber nicht in dem Maße natürlich wie heute. Das heißt, so eine Minute online kostete noch richtig viel Geld oder da wurde, glaube ich, auch noch stundenweise bezahlt. Und klar, guckte ich da mal irgendwie auf, lasse ich da mal hier und da auf Ain't It Cool News irgendwelche Reviews oder war dann eben auch mal ganz kurz in meinem Lieblingsfilmforum online, aber immer nur so Minuten oder vielleicht bestenfalls mal stundenweise. Also ich war nicht wirklich informiert. War für die Splatting Image schon immer auch ganz dankbar, stellte aber dann schnell fest, dass viele der Filme, die eben keine großen Kinofilme waren, die dort rezensiert wurden, einfach nicht erhältlich waren. Ja. Deswegen, ich sag mal, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit habe ich diese Rezension, von der du sprachst, auch gelesen, weil das war die Zeit, wo ich ja wirklich Stammleser war, der Splatting Image. Also ich war Stammleser, bis er dicht gemacht hat. Aber nie davon gehört. Und jetzt hoch erfreut, ehrlich gesagt, den gesehen zu haben, weil der ist echt hübsch. Also ich würde den jetzt auch nicht so ganz hoch aufhängen und sagen, wow, verkanntes, übersehenes Meisterwerk. Dafür gibt es dann eben doch Momente oder Figuren, die mich weniger angesprochen haben. Aber meine Güte, ist der nett, ist der sympathisch, ist der voller Figuren, die ich auch wirklich mag und teilweise auch echt guter Ideen. Also bis auf die eine Sache, die ich mir nicht erklären konnte, nämlich warum geht die Welt genau in Kanada um Mitternacht unter und warum ist da auch um Mitternacht alles taghell. Ich denke, es wird niemals wirklich gesagt, aber da die Sonne einmal so ganz prominent gezeigt wird, ja, ich vermute mal ganz einfach, es wird irgendwas tatsächlich zu tun haben. Und ja, es wird ja auch gesagt, eigentlich um Mitternacht ist die ganze Zeit taghell. Also ja, ich denke mal, dass vielleicht die Sonne explodiert. Es kommen so Texttafel, 10 Uhr abends, 11 Uhr abends. Ich denke genau, mir, ja. Aber ja, natürlich die Supernova, die bevorstehende. Also ich denke mal, das wird sein, was die Welt unterbringen wird. Und es sieht doch ein bisschen warm aus, wenn ich da ganz mal ganz ehrlich bin. Und ja, nee, damals, als ich den Film das erste Mal geguckt habe, da war das Genre noch nicht so ganz überlaufen. Mittlerweile gibt es ja einige Filme von mit diesem, die Welt geht jetzt in ein paar Minuten unter. Hm. Was machen wir jetzt noch? Ich glaube hier, These Final Hours ist noch recht bekannt und ja, dann auch noch den Gott hier mit Steve Carell und Keira Knightley, einen Freund zu finden am Ende der Welt, glaube ich, ja, ist das ja, Ding. Ja, ja. Der ein, zwei Ideen aus dem Film auch geklaut hat, glaube ich. Und damals war diese, und ich war noch relativ jung, da dachte ich mir tatsächlich, okay, das könnte mal interessant sein. Was machen die Menschen eigentlich, wenn sie wissen, in 6 Stunden ist aus. Hm. Es gibt nichts mehr, keine Konsequenz mehr. Egal, was du jetzt machst, ist vorbei. Ende. Auch die Nachwelt wird sich nicht mehr dich erinnern, weil es gibt keine Nachwelt mehr. Was passiert jetzt? Ja, das Schöne an diesem Film ist, die Menschen sind alle, also zum überwiegenden Teil sehr zivilisiert. Ich meine, die machen zwar Mist, die kippen dann eben auch gerne mal eine Tram oben, also so eine Cable Car oder ein Auto und demolieren Geschäfte, aber scheinen echt guter Dinge zu sein im Durchschnitt. Ja, aber es wird ja, glaube ich, zumindest in den Nachrichten angedeutet, dass es irgendwo doch ein bisschen Unruhen geben könnte, auch wenn gleichzeitig irgendein bekannter Rockmusiker so eine letzte Jam-Session macht mit ein paar tausend Leuten. Es ist ein Film der absolut kleinen Details. Das ist ja, das macht den Film nicht so sympathisch. Normalerweise würden ja überall, jetzt Behauptung, so eine Art Mad Max-Szenario machen, alle drehen durch, fahren durch die Gegend, da explodiert irgendwas und dort auch. Es gibt hier eine Gewaltszene und die sieht man auch nicht on-screen. Ja. Ja. Und man sieht halt im Grunde genommen einfach nur, das klingt jetzt böse, aber banale Menschen, die halt wissen, ja, jetzt ist es halt so. Was machen wir jetzt noch? Und die im Grunde genommen tragikomische Sache ist ja, die machen nicht groß was anderes, als was sie sonst auch vielleicht nicht so groß machen würden, sondern hängen halt irgendwelchen merkwürdigen Träumen noch hinterher oder feiern Weihnachten, anscheinend im Sommer. Ja. Weil man halt so noch so denkt, ja, das müssen wir jetzt ja machen, nochmal auf Familie und so ein Kram. Und es gelingt halt irgendwie keinem in den letzten Stunden der Existenz der Menschheit mal auszubrechen, irgendwie aus der Norm. Höchstens der Freund unseres Hauptdarstellers, ich habe sie leider nicht so mit Namen, der halt irgendwie noch so viele sexuelle Sachen durchmachen möchte, wie es geht. Aber selbst das ist ja völlig gefühlloser Kram, eigentlich nur noch eine Abhakliste, wo du halt auch sagen kannst, warum eigentlich? In ein paar Minuten bist du tot. Ja. Also ich muss sagen, dass die Figur von Craig für mich am wenigsten funktioniert hat in diesem Film, wie überhaupt die betont lustigen Momente nicht so gut funktionierten. Ich fand den Film wahnsinnig sympathisch und ich mochte auch die Skurrilitäten der Figuren, so ihre merkwürdigen Eigenschaften. Aber so seine Figur schien mir ein bisschen arg auf den Comedy-Effekt getrimmt. Ich meine, am Ende ist er auch so eine halb tragische Figur, weil sich dann eben natürlich auch herausstellt, er hat sich diesen Masterplan gemacht,
für sexuelle Eroberung und will eben in den, ich glaube, 2 Monate vor dem Ende der Welt hat er eben damit begonnen, jede sexuelle Fantasie auszuleben, die er nur irgendwann mal hatte. Mit Frauen jedweder Ethnizität zu schlafen, jede Position mal auszuprobieren, hinten, vorne, andersrum und ja, und eine Zeit lang wird das sehr, sehr geckig ausgespielt, bis man dann eben merkt, eigentlich ist er doch einfach auch nur so ein fühliger, netter Typ. Ja. Und ich muss sagen, als er hier seinen besten Freund, also unseren Hauptdarsteller, küsst, Patrick, gespielt von Don McKellar, das fand ich echt überrascht anrührend tatsächlich. dieser halb unschuldige Kuster zwischen diesen beiden Männern. Sehr, sehr süß. Ja, allerdings kurz zuvor hat er sich noch geweigert, ihm das Auto für Sandra Oh zu geben. Ja. Was er denn ja doch macht. Übrigens, Sandra Oh, noch gar nicht von geredet. Ja. Die ist ja im Grunde genommen die zweite nominelle Hauptdarstellerin dieses Films. Ja. Die versucht ja eigentlich durch die Stadt zu David Cronenberg, ihrem Mann, zu kommen, den sie ja auch, das ist ja auch so eine Sache, ob sie ihn wirklich liebt. Sie sagt das irgendwie die ganze Zeit, aber das war ja auch mehr so nach dem Motto gewesen, ey, wir haben nur 2 Monate zu leben, wollen wir heiraten? Ja, okay, müssen wir nicht alleine sein. Ja. Halt auch dieses typische, ja, das wird halt irgendwie auch erwartet. Man darf nicht alleine sein, wenn die Welt untergeht. Das geht ja nicht. Also müssen wir zu irgendwelchen Partys gehen oder irgendwelche Sachen umwerfen. Die einzige Person, die sich gar nicht daraus macht, ist diese Joggerin, die da immer die da durch die Gegend rennt und allen Leuten sagt, noch eine halbe Stunde, dann geht die Welt unter. Und bizarr fröhlich ist bei der ganzen Sache. Die ist komplett bei sich, glaube ich. Ja, richtig. Also mir erschien die ganze Welt relativ aufgeräumt, also im Vergleich zu dem, was ich normalerweise in anderen so Endzeitstoffen sehe. Aber macht auf sein Ding. Ja. Vielleicht ist es auch ein bisschen kanadisch, ich weiß es nicht. Du hast ja gerade eben dieses Mitspiel-Event erwähnt, was da im Fernsehen läuft, wo dann ein großer Rockstar hunderte Laienmusiker dazu einlädt, mit ihm Gitarre zu üben und das ist ja alles sehr, sehr süß und zivilisiert und anscheinend reißt man sich da zusammen und ich glaube, der Fernsehkommentator kommentiert das auch noch, was ich da durchaus amüsant fand mit, hier sind 600 Gitarrenspieler, die es nicht besser können. Wannabe Rockstars nennt er sie auch, glaube ich. Also ist schon nett. Also wenn ich irgendwo sterben muss, wegen Supernova und so, dann wahrscheinlich in Toronto, habe ich festgestellt. Oder auch sehr schön, David Cronenberg in seiner Nebenrolle, der ja der Leiter des örtlichen Gaswerks ist, der wirklich die letzten Monate damit verbracht hat, nach Buchstaben sortiert, also nach Nachnamen sortiert, jeden einzelnen Kunden und jede einzelne Kunden anzurufen, um zu garantieren, ja, es war schön, dass sie bei uns Kunde gewesen sind und wir garantieren ihnen, dass wir alles Menschenmögliche tun werden, um noch bis zum letzten Moment die Gasversorgung aufrechtzuerhalten. Das fand ich sehr amüsant und sehr schön. Und wir haben man muss ja sowieso mal sagen, ich finde es immer sehr schön, wenn David Cronenberg irgendwo als Schauspieler auftaucht. Ja, tatsächlich. Vor allem in Jason X. Ja, da hat er auch, sehr schön, auch eine sehr schöne Rolle. Es ist eigentlich das Beste im ganzen Film im Grunde genommen, aber gut. Ja, tatsächlich. Ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt sagen würde, ein absoluter Vollblut-Schauspieler. Meine Güte, warum hat er nicht mehr gemacht? Aber der ist echt immer ganz okay. Hier in Kabal war er auch sehr schön gewesen. Das ist ja, glaube ich, seine einzige wirklich richtig dicke Hauptrolle mal gewesen. Stimmt, ja. Also von daher immer sehr schön, wenn er mal so ein bisschen seine schauspielerischen Fühle ausstrecken darf. Ja, genau. Er muss sich nicht überanstrengen, aber das, was er tut, tut er gut. Diese zweckmäßige Ehe, die er mit Sandra Oh hat, macht, ja, und unter dem Vorwissen, dass es eben so quasi mehr zufällig zustande gekommen ist, auch Sinn, weil er ist eben doch ein sehr viel älterer Mann als sie. Ich glaube, Sandra Oh war damals vielleicht, kann ja höchstens Mitte, Ende 20 gewesen sein. Mhm. Auf jeden Fall so ein paar Jahre vor ihrem Durchbruch mit Sideways. Ich habe mich echt gefreut, sie hier zu sehen. Ich war auch ehrlich gesagt ein bisschen überrascht darüber, weil ich habe jetzt einfach nur so aufgrund der Tatsache, dass ich nie von dem Film gehört hatte und eben nur wusste, ja, kleinbudgetierte kanadische Produktion, nicht damit gerechnet, hier überhaupt bekannte Gesichter zu sehen. Und dann tauchen eben doch Sandra Oh auf und Sarah Polley, David Cronenberg, Tracy Wright und Genevieve Bujold, die ja einfach auch, also zum damaligen Zeitpunkt, auch schon in den 70er, 80er Jahren einfach auch ich möchte nicht sagen Hollywood-Star war, aber eben auch schon Hollywood-Produktionen mitwirkte. Und war da doch überrascht darüber, wie professionell das Ganze ist und auch gar nicht so klein. Also man merkt schon, so die richtig große Apokalypse können sie nicht zeigen. Es gibt jetzt keine Massenszenen mit 10.000 Statisten, die da auf dem öffentlichen Platz stehen und, weiß ich nicht, ein Haus abfackeln oder so. Aber so im Rahmen des Möglichen ist das ganz gut vermittelt, dass da die Welt untergeht. Auch wenn Toronto ein bisschen leer aussieht die meiste Zeit. Ja, die Leute werden in den Wohnungen sein. Das kann man sich vielleicht irgendwie so erklären. In der Wohnung oder bei der großen Party, die am Ende dann durchaus
glaubwürdig wirkt. Ja, über Fernsehbilder und so, ja. Aber auch da, es sind so diese kleinen Momente, wenn am Ende halt David Cronenbergs Manager mit seiner, was wird das sein, Privatsekretärin oder der Hauptverantwortlichen des Ganzen redet und die beiden noch miteinander quatschen. Ich habe ganz kurz so gedacht, eigentlich hättet ihr beide was anfangen müssen. Da ist doch irgendwas zwischen euch. Ich habe das auch kommen sehen, aber kam mir da nicht so. Ja, warum? Und warum? Weil er verheiratet ist. Weil natürlich, nein, muss ich noch benehmen vor dem Ende der Welt. Während halt seine Sekretärin, ich sage jetzt etwas disrespektiv Sekretärin, vermutlich ist sie voll wichtig, weil die hält das Ganze noch bis zum Ende am Laufen, also bis fast zum Ende jedenfalls, weil dann geht sie ja zum Freund von Patrick, weil auch sie noch eine sexuelle Erfahrung haben möchte. Mhm. Dann bricht der ganze Kram zusammen. Also das klingt jetzt auch etwas, etwas spektakulärer, halt die Gasflammen gehen aus in einem Kamin. Insofern, ich glaube, die Leute haben zu dem Zeitpunkt 5 Minuten vor dem Ende der Welt andere Probleme, aber gut. Mhm. Donna ist ihre Figur, Tracy Wright, die Schauspielerin, übrigens auch die Lebenspartnerin von Don McKellar, dem Hauptdarsteller und Regisseur. Leider auch schon viel zu früh verstorben. Aber ich mag sie auch ganz gerne, wie ich eigentlich alle hier gerne mag. Also eins muss ich mal wirklich sagen, so abseits von allem dramaturgischen Kniffen und Überraschungen, auf die können wir auch gerne gleich noch zu sprechen kommen, ist für mich einfach so das bleibende Gefühl das gewesen, oh, ich mochte die alle wirklich gerne. Da waren ganz wenige Figuren drin und die dann eben auch unsympathisch rüberkommen, die soll man auch nicht mögen. Aber das war wirklich auch nur, das sind vielleicht 2, 3. Und der Rest von denen dachte ich, ja, ich fühle euch, Leute. Also mir ging es wahrscheinlich ähnlich. Also auch dieses, allein schon der Beginn mit diesem inszenierten Weihnachtsfest, also ist nicht der Beginn des Films, der Film beginnt mit Sandra Oh, die durch Toronto fährt. Aber dann haben wir eben dieses falsche Weihnachten im Kreise von Patricks Familie und man merkt eben, da gab es ein familiären Eklat oder Zwischenfall oder Trauerfall und das, was es genau ist, erfahren wir erst am Ende des Films. Aber da gibt es Spannungen, möchte ich mal sagen. Und ich fühlte mich so gesehen oder, also ich konnte mich so gut da reinfühlen in diese Atmosphäre, so von wegen, jetzt halten wir mal alle schön die Klappe und tun so, als ob das hier ganz, ganz schön wäre und wir uns alle total gerne mögen. Mhm. Und es darf keiner was sagen, was irgendwie die Stimmung kaputt machen würde. Und da dachte ich, also in dem Moment auch, das ist, der Film, da merkt man, es ist ein unglaublich großes Verständnis und Empathie da für seine Figuren. Und das ist echt bei mir geblieben und das zieht sich durch den ganzen Film, dieses Gefühl, und das mochte ich wirklich sehr. Und auch hier eine Person, die man unsympathisch vielleicht zuerst findet, der Freund von Sarah Polly, weil der wird ja von Patrick irgendwie blöd angegangen, weil er auch ein bisschen Müll labert. Sogar der kriegt ja doch dann irgendwie seinen großen Moment, wo er dann am Ende Sandra Oh rettet. Mhm. Also es ist, stimmt, es gibt kaum Figuren hier drin, wo man sagen könnte, ja Gott sei Dank ist der dann weg. Wenigstens hat das Ende der Welt irgendwas Gutes. Nee, das sagst du ganz gut. Das sind sympathische Figuren, die aber halt leider so ein bisschen in ihren Normen feststecken. Ja, da fehlt vielleicht auch so ein bisschen der Realitätsbezug. Ist ein blödes Wort für eine Filmrezension. Also der Anspruch an die Wahrhaftigkeit des Gezeigten. Ne? Also das ist, ich glaube, Menschen würden, glaube ich, noch irrationaler handeln, als sie es hier tun. Die wirken alle recht aufgeräumt und die Situationen, die wir sie sehen, die sind alle sehr, ach, ich weiß nicht, das gehört ja auch zum Konzept des Films, sehr banal, wie eben dieses Weihnachtsfest. Da habe ich mir noch ein bisschen mehr, weiß ich, Eskalation vielleicht auch gewünscht oder erwartet. Wenn sie da nicht kommt, fehlt sie mir auch nicht wirklich. Aber ja, gut, kann ja auch eine Qualität sein. Also durchaus ein Ende der Welt-Film, aus dem ich rausgehe und denke, ach, hatten wir eine schöne Zeit. Es ist doch mal was. Ja, schön war's, tatsächlich. Schön war's. Wirklich. Und wie gesagt, ich finde eben auch, also anders als Soul Survivor, wo es eben auch schauspielerisch wirklich Defizite gibt, um es einfach mal diplomatisch auszudrücken, und wir haben jetzt so ein bisschen Anita Skinner in der Hauptrolle, in der weiblichen hervorgehoben, aber das gibt für viele, viele andere auch, die in dem Film, also Soul Survivor, mitwirken, gibt es hier eben auch keine Ausfälle. Man merkt eben, die können ihre Sachen alle richtig gut. Die sind richtig investiert in ihre Figuren. Und ich glaube denen das eben auch. Nee, was ich jetzt sehr schön finde, ist aber tatsächlich, dass wir am Ende des Tages sogar noch eine relativ anrührende, ich denke mal, echte Liebesgeschichte bekommen. Ja, ja. Halt, also die Sache ist ja die, Spoiler, haha. Patrick ist ja deswegen fertig mit der Welt und hat keinen Bock, mit irgendeiner Gesellschaft irgendwas das Ende der Welt zu verbringen, weil seine Frau ungefähr zu dem Zeitpunkt, glaube ich, gestorben ist, wo gesagt wurde, ja, die Welt geht unter. Ja. Da hat er mit der Welt irgendwie so ein bisschen gebrochen, weil sich anscheinend auch denkt, ja, die 2,5 Monate, der hat man uns auch noch genommen. Und der will so wenig zu tun haben mit den Leuten wie möglich. Mhm. Und dann kommt halt Sandra Oh, die halt zu ihrem Mann, zu David Cronenberg möchte, weil ihr Auto kaputt gemacht worden ist. Und es ist ja gezwungen, ihr zu helfen. Ja. Und das klappt halt irgendwie nicht. Aber in diesem einen Augenblick findet er wieder irgendwen, für den es sich anscheinend lohnt, mal irgendwie auch mal wieder aus der Lethargie zu erwachen.
Und dann haben die beiden halt diese wirklich wunderschöne Szene, wo sie jetzt halt sagt, ja, sie wollte sich mit ihrem Mann erschießen. Klappt jetzt nicht, das können wir machen. Und dann kommt mehr damit heraus, aber da müssen wir uns irgendwie auch lieben oder weiß der Geier was. Und die beiden dann dieses Gespräch haben und dann bring mich jetzt irgendwie in 5 Minuten dazu, dich zu lieben. Und er dann ihre Geschichte erzählt, während sie ihm vorher halt erzählt hat, was sie alles mag. Und das klingt jetzt vielleicht kitschig, aber ich glaube den beiden, wenn sie sich am Ende dann, wenn die Welt halt in einem Feuerball aufgeht, küssen und sich halt nicht erschießen, ich glaube denen das sogar, dass das in diesen letzten Minuten noch geklappt hat mit den beiden. Ich fand das ehrlich gesagt auch sehr stark. Ich hatte Schlimmeres befürchtet. Also, dass ich habe irgendwie geahnt, worauf es hinausläuft und dachte, oh je, jetzt will der Film das doch machen in seiner ohnehin schon schmalen Laufzeit von 90 Minuten. Und er hat ja im Grunde rund ein Dutzend Figuren, die es irgendwie mehr oder weniger ausführlich zu behandeln gilt, aber tatsächlich vielleicht nur so 3-4 Hauptfiguren. Allen voran eben Patrick und Sandra. Und dachte aber auch trotzdem, naja, überhebt sich der Film da nicht vielleicht ein bisschen was, jetzt so in den letzten 10 Minuten sowas zu machen. Und dann sehen wir eben noch einen Spoiler, David Cronenberg, Duncan heißt er, glaube ich, in diesem Film da, erschossen da niederliegen und können den sowieso schon mal so gedanklich abhaken. Also wir als Zuschauer. Mhm. Okay, der wird keine Rolle mehr spielen für Sandras Figur. Also zu dem muss sie nicht zurückkehren. Ist ja eh schon gegessen, das Thema. Sie kommt nicht mehr ans andere Ende der Stadt. Und dachte, oh, jetzt ja, noch eine Liebesgeschichte und gemeinsamer Suizid und das kann, oh Gott, ich ahne, was da kommt. Und trotzdem, ich glaube, der Film macht das ganz gut. Es wirkt natürlich irgendwie so ein bisschen, ich glaube, man sollte das nicht zerdenken, möchte ich mal behaupten. Ja. Es fühlt sich emotional richtig an, worauf der Film dann am Ende hinausläuft. Wenn ich anfange, darüber nachzudenken, bin ich eher doch in dieser Patrick-Haltung, die er da äußert, nämlich, hä, was soll das jetzt? Nee, das will ich dann doch nicht. Und es ist schon überraschend, wie schnell er da rauskommt aus dieser Haltung. Aber also, wenn man so ein bisschen sich auf dieses Märchenhafte auch einlässt und eben tatsächlich auf dieses Gefühl, was die beiden Figuren mit sich tragen in den letzten Minuten ihres Lebens und sich eben mal vergegenwärtigt, dass die eben wissen, wir haben jetzt noch 5 oder 10 Minuten überhaupt auf diesem Planeten, dann funktioniert es tatsächlich. Ja. Aber klar, so, also das ist, also habe ich auch ehrlich gesagt zum ersten Mal gesehen, also eine komplette Liebesgeschichte fast in Echtzeit zu sehen, von Anfang bis zum Ende. Ja gut, der Suspension of Disbelief muss ein bisschen hochgepackt werden hier. Sehr schön. Auch eine Sache, die ich ganz nett finde, ist der Typ, der in diesem Abend noch sein Klavierkonzert geben kann. Der ist für eine, in Anführungszeichen, relativ unwichtige Nebenwirkung, also zur Handlung bringt er nicht viel mit. Ja. Aber halt, der fährt halt durch die Stadt mit einem Auto, was er dann halt Patrick und Sandra und nicht gibt, weil er überall Eintrittskarten verteilt, weil anscheinend ist er am Konservatorium aufgenommen worden oder sowas in der Richtung und da wäre sein Vorspielen gewesen. Ja, und jetzt ist das halt sein letztes großes Konzert. Und es gibt sogar einige Leute, die dort sitzen. Ja, inklusive Genevieve Bujol. Ja. Oder deren Namen ich jetzt zum 38. Mal falsch ausgesprochen habe. Ursprüngliche Captain Janeway, glaube ich, oder? Ja, war sie mal eine Zeit lang, genau. So, und das ist sehr schön. Ich habe es ihm gegönnt, dass er das machen kann. Ja, ich finde auch sehr tatsächlich positiv, dass der Film dann so konsequent ist und ihn ab wirklich, wirklich schlecht spielen lässt. Also es wäre so einfach gewesen zu sagen, wir machen jetzt diesen großen emotionalen Moment und er entpuppt sich als Offenbarung vor dem Herrn, ein Klavierspieler von allergrößtem Können und er spielt einfach, weiß ich nicht, eine grandiose klassische Oper einfach mal runter und rührt uns alle zu Tränen. Aber dann, er sitzt da vor einem fast komplett menschenleeren Auditorium, da sitzen vielleicht 10 Menschen und spielt ganz, ganz schrecklich Klavier. Und trotzdem sind alle unglaublich mitgenommen, ergriffen von diesem Moment anscheinend dort vor Ort. Ja, aber er hatte sich auch verdient, finde ich. Ich meine, die Welt geht unter und er kann nochmal seinen Traum erfüllen. Also, und daher, ich fand es ganz hübsch. Ist auf jeden Fall hübsch tatsächlich. Und eben auch konsequent. Also, überhaupt der Film, ich habe ihn jetzt vor relativ kurzer Zeit gesehen, aber ich bin mir sicher, ich werde doch mehr darüber nachdenken, weil ich mich auch immer gefragt habe, was geht dem Menschen durch den Kopf, auch bei diesem Klavierkonzert. Ich meine, da sitzen ja Leute, die sind gekommen für ihn. Und oder vielleicht auch, weil sie nichts Besseres zu tun haben. Mhm. Aber da habe ich mich auch gefragt, ich habe unglaublich viel über die nachgedacht, habe ich gefragt, sitzen die jetzt da und denken sich, meine Güte, und das sind die letzten 5 Minuten meines Lebens. er regt zum Nachdenken an. Oder was treibt diese Leute an, die alle möglichen Autos und Trams da umwerfen in der Innenstadt von Toronto? Was machen die da eigentlich? Warum sitzt die Mutter mit ihrer Tochter da drin, obwohl nichts mehr fährt? Ja, und wartet darauf genau, dass die Tram losfährt. Oder die Joggerin, was hat die da eigentlich zu suchen?
Ich fand das Casting bei der Mutter mit Tochter in der Tram ein bisschen komisch, weil die Mutter kaum älter aussah als die Tochter. Und dachte, also im ersten Augenblick dachte ich, wer ist, oh, das ist die Tochter. Na gut. Aber macht für mich sowieso der ganze Film ein bisschen den Eindruck, als sei das zum großen Teil aus dem Freundes- und Bekanntenkreis des Hauptdarstellers rekrutiert. Ja, die Menschen, die man da sieht. Was der Film nicht schlecht macht, genau. Nö. Das habe ich mir noch notiert. Craigs schlechtes Champion-Tattoo auf dem Arm fand ich ein nettes Detail. Selten sowas Doofes gesehen. Aber es passt unglaublich gut zu seiner Figur. Ich glaube, es ist Make-up. Vermute ich mal, wenn es echt ist, tut mir der Schauspieler leid. Aber so jemand wird sich tatsächlich so, das ist Motoröl oder so. Die machen doch irgendwie, machen nicht irgendwie Motorenzubehör oder so. Also jemand wie Craig wird sich sowas auf die Schulter tätowieren. Ja, ich meine, er will ja auch zuerst kein Auto rausgeben, weil er meint, nein, ich habe jetzt quasi eine Sammlung. Ja, stimmt. Wenn ich ein Auto weggebe, habe ich keine Ahnung, nur noch irgendwie zwei Autos da unten rumstehen. So ist es eine Sammlung. Ja, ja. Das ist so der Moment, wo ich auch gedacht habe, Alter, hast du eine Mack oder was? Ja, sehr schön, sehr schön. Ich mochte seine Figur nicht so sehr, solange es also ein bisschen vordergründig für die Lacher gespielt ist, aber er hat tatsächlich auch diesen wunderschönen Moment mit dieser dunkelhäutigen Frau Lilly, heißt, glaube ich, die Figur, die er einlädt, als wir noch nicht so wirklich wissen, was Sache ist, was Phase ist. Ne? Wir begegnen ihm quasi, wie er die Tür öffnet und da steht da diese attraktive schwarze Frau und die kommen so ins Gespräch und dann erst so im Laufe des Gesprächs offenbart sich, ah, okay, die haben sich einfach über eine Dating-Sextreff-Plattform kennengelernt und sie ist einfach nur dafür da, das spricht sie auch aus, um mit ihm zu schlafen, weil er eben auch gerne mal mit einer dunkelhäutigen Frau schlafen möchte und sie möchte einfach gerne Sex haben. Sie wünscht sich einen Orgasmus, sagt sie, am letzten Tag ihres Lebens. Und ich fand ehrlich gesagt diese Dynamik zwischen den beiden sehr, sehr süß, weil im Grunde ist es ein fairer Deal. Ja. Oh, wir sehen es ist ja noch nicht mal eine Dating-Seite, er hat eine eigene Seite ja gemacht sogar. Ach so, das ist seine Seite. Ja, die wir dann sogar kurz sehen. Deswegen sagen die so krude aus. Ja, ich dachte schon, was ist das denn? Das ist beste End-90er-Jahre-Website-Kunst. Ich bitte dich, so sahen die alle aus, wenn man sie privat gemacht hat. Ich war überrascht, wie aufgeklärt die sind über so Sachen wie Online-Dating zu dem Zeitpunkt. Weil, wie gesagt, du sagst ja gerade, Thomas, es ist 1998 und David Cronenberg, also in seiner Rolle als Duncan, sagt sowas wie, ja, hier benutzt du das Internet, um Männer kennenzulernen. Dafür wurde es doch gemacht. Und ich denke mir, ja, wow. War man 98 schon so weit? Aber anscheinend. Ja. Also für uns hier im Internet-Neuland Deutschland war das ist undenkbar, dass man 98 schon irgendwas machen konnte, als außer über ein langsames Einwahlmodem für 2 Euro Minute, ja, 2 Mark die Minute E-Mails zu verschicken. Ja, das war eine tolle Zeit. Ich habe mit meinem Vater gestritten, weil ich zu viel im Internet gewesen bin. Ja, ja, ja. Also es freut mich, dass dir der Film gefallen hat. Das ist gut. Das hat er wirklich. Na, sag's. Es ist. Nee, ich wollte gerade sagen, ich habe mich heute gefragt, ob er irgendwo so ein bisschen meine Geduld überstrapaziert, weil er hat eben schon so ein paar überraschende Wendungen, also nicht im Sinne von Twists, dass man sagt, oh wow, jetzt ergibt alles Sinn oder es stellt das alles bisher Gesehene auf den Kopf, aber er offenbart eben so ein paar Sachen relativ spät, wie zum Beispiel das Schicksal von Patricks Frau oder diesen Masterplan von Craig oder dass Sandra und Duncan sich eben das Leben nehmen wollen, kurz vor dem Ende der Welt. Und da kommen eben dann so Sachen raus. Also der Film hält damit lange zurück und wir wissen eben, dass da irgendwas schwielt unter der Oberfläche. Und ich habe mich gefragt, ob mich das gestört hat. Ich fand es vielleicht einen Ticken viel. Ich habe gesagt, der Film überhebt sich nicht, trotzdem er so viele Figuren hat. Dennoch dachte ich mir so an ein, zwei Stellen, na, ich hätte mich zum Beispiel gefreut, wenn Genevieve Bujold, die mit Craig Sex hat, aber eben auch, glaube ich, die ehemalige Klassenlehrerin war, wenn ich es richtig verstanden habe. Mhm. Schullehrerin, Sprachlehrerin, Französischlehrerin von Patrick und Craig, wenn die sich einfach aus dem Film verabschiedet hätte in dieser Aufzugsszene. Weil sie sagt sowas wie Bye-Bye oder Farewell und es hat irgendwie auch diese Tragik. Also diese Figur ist auch so, es hat so eine wunderschöne Melancholie. Und ich fand es fast so ein bisschen schade, dass sie später nochmal auftaucht. Weil ich dachte, ich hätte sie lieber so in Erinnerung behalten. Aber na gut. Ich habe auch das Gefühl, der Film will einfach all seinen Figuren fast paritätisch gerecht werden. Und es ist aber einfach, liegt glaube ich einfach auch in der Natur der Sache, dass mich einige Figuren mehr interessieren als andere. Da dachte ich mir eben doch ein, zwei Mal, ja, ich hätte das jetzt auch vielleicht auch gar nicht gebraucht. Aber das ist so Meckern auf sehr hohem Niveau. Das geht jetzt schon so sehr, sehr ins Granulare, auf die Makroebene. Der Film ist super. Cool.
Das ist schön. Also ja, also quasi ein Film mit lauter kleinen, schönen Momenten, die zu etwas wunderschönem Ganzen zusammentun, sage ich jetzt mal. Ja. Achso, eine Sache hatte ich mir noch notiert. Ich fand das mit der Plattensammlung von Patrick sehr, sehr, sehr witzig, als er seine Pizziger LPs rausholt und mit Sandra Oh darüber redet, die kein Verständnis oder keine Kenntnis hat der Bands, die er eben mag und das irgendwie in so eine folkloristische Schlagerecke packt und so. Ist das nicht der Typ, der zu Weihnachten immer diese Kinderlieder singt und er Pete Seeger, der Frontmann von den So-und-So ist? Und ich dachte, auch das fühlte ich irgendwie, diese, also das ist auch so eine, mehr oder weniger so eine Unterhaltung, die hat man auch sowohl in Sandras Position heraus, aus Sandras Warte heraus, wie auch aus Patricks Warte heraus, schon öfter in seinem Leben geführt, solche Gespräche. Ja, genau. Wie, du kennst Punkt für Punkt nicht, der hat doch den und den Film gedreht. Meisterwerk. Genau. Aber ich glaube, es geht dir wahrscheinlich ähnlich, wir saßen schon an beiden Enden dieser Unterhaltung. Ja, durchaus. Und kann dazu eben dann auch so ein bisschen emotionalen Bezug herstellen, das ist echt sehr hübsch gewesen. Ja. Ja. Schön. Cool. Danke. Ja, bitte. Danke für den Tipp. Soul Survivor kam jetzt nicht so gut an. Ich notiere mir das. Keine Endzeit-Filme. Wie klassifiziert man überhaupt Soul Survivor? Ja, keine Videotheken-Obskuritäten mehr. Doch, lieben gern. Das war jetzt halt leider etwas, wo ich jetzt nicht so connecten konnte. Das ist, wie gesagt, das ist schade. Aber Videotheken-Obskuritäten sind toll, super. Aber wenn der einen so verkauft wird, ne? Also Soul Survivor ist eben auch wirklich schwer. Ich wollte nur mal sagen, ich mochte den Film wirklich. Aber wenn... Ich las eben auch aller Orten, oh, das ist Carnival of Souls meets Final Destination meets It Follows. Und ich dachte mir, wow, das wird der beste Film, den ich diese Woche gucke. Ja. Ja. Aber zumindest hat er dann so geschäftsmäßig sein Ziel erreicht, nicht wahr? Also großartig alles bedient, was man sehen will. Ja. Auch wenn das damals noch gar nicht wissen konnte. André, wenn man dich nicht hier hört und vielleicht demnächst auch wieder zu Godzilla-Filmen im Bahnhofskino, wo kann man dich denn sonst so hören? Beim Glotzcast. Sollte euphorisch schon rüberkommen. Ihr seid sehr produktiv, habe ich gesehen. Also euer Veröffentlichungsturnus ist hoch, die Schlagzeile ist hoch. Ja, weil der werte Frank, ich kann es ja ganz kurz sagen, der hat eine großartige Idee. Der hat sich lauter Konvolutpakete geholt, also so Überraschungspakete mit Hunderten von DVDs. Mhm. Und die packen wir dann live aus und sagen uns irgendwie zu einigen Sachen unseren Senf dazu. Ja. Deswegen gibt es eine relativ hohe Schlagzahl. Das ist dann ist ganz nett, sage ich mal ganz einfach, tatsächlich. Link dazu in den Shownotes und André hört ihr demnächst auch hier wieder und vielen lieben Dank, André. Ja, gerne. Kommt wieder. Jederzeit gerne. Bis dann. Tschüss, Kind. Bis dann. Ciao, ciao. Soul Survivor. It will never rest alone.